Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zur heutigen Folge Portal Knights. Schon wieder die letzte für diese Woche. Meine Güte, das geht so schnell rum. Und wir hatten uns letzte Folge auf die Suche nach dem nächsten Portal gemacht. Oh Schande. Ist das da unten eine Eule? Ist das ein Haustier? Ich will da runter. Nein! Shit! 71 Münzen hat uns das gekostet. Jetzt können wir vor allen Dingen ja von vorne anfangen. Nein! Ach ja, ach ja. Dann wollen wir doch mal die erneute Wanderschaft starten. Gut, kommt vor, passiert. Wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn immer alles sofort klappen würde, so wie man es sich vorstellt, oder? Wäre jetzt auch nicht so toll. So, bauen wir uns hier mal einen Übergang. So eine kleine Brücke. So. Hier rum war ich, glaube ich. Ja, genau. Da sind wir diese Hütten, wo wir das letzte Mal drin waren. Und dann waren wir hier runtergejumpt. Ich will aber gerne irgendwie auf diese Insel kommen, weil wenn das wirklich ein Haustier ist, dann ist das sau cool. Oh. Oh. Oh, aua. Au, 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 au. Das ist nicht gut. Ich kann hier nicht ausweichen. Oh, meine Güte. Das war recht knapp. Und deswegen möchte ich unbedingt... mehr Heiltränke haben, bevor wir hier großartig noch auf Erkundungstour gehen. Muss ich das da wieder wegwerfen? Weghauen? So. Ich kletter jetzt mal gerade gar nicht so hoch. Dann schaffen wir es vielleicht, auf diese eine Insel zu kommen. Puh, wo sind wir jetzt hier gelandet? Das sieht ja ganz anders aus, als das, wo wir das letzte Mal waren. Das muss ich immer aufladen, oder was ist das? Da ist irgendwas auf dem Kopf drauf. Erfahrungspunkte, au. Oh, lass mich doch hier hoch. So. Okay, das heißt, wir haben hier irgendwie so eine Energieanzeige für den Kompass. Das ist mir das letzte Mal noch nicht aufgefallen. Das ist jetzt blöd, weil jetzt finde ich den Weg zurück nicht mehr. Jetzt finde ich damit auch den Weg zu der Insel höchstwahrscheinlich nicht mehr. Doch da. Kann ich mich dann da vielleicht runterfallen lassen? Auf die Insel drauf? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass ich nicht genau drüber bin und dann wieder runterspringe. Ja, es hat auf jeden Fall so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Aua. Oh, voll toll, die Eule. So. Will ich auch nicht, will ich auch nicht. Ja, die weiße Eule, die will ich. Wollen wir die jetzt mal mitnehmen? Yay, cool, ein neues Haustier. Die ist süß. Ja, jetzt müssen wir nur wieder hier raufkommen. Wir haben ja genug Erdblöcke, ne? Dup-di-dup-di-dup. Ups, dup-dup-dup.
Halt, warte mal, ich sollte vielleicht, bevor ich mich hier hochbuddel, sollte ich mal noch eben in die Vasen reingucken. Jetzt sind wir schon mal hier, das gibt doch alles Erfahrungspunkte, Mensch. Ich bin aber auch wieder ein Depp, du. So. Nee, Erfahrungspunkte haben wir jetzt gerade tatsächlich nicht bekommen. Aber Münzen. Haben wir ja eben genug verloren bei der Aktion des Abstürzens. So. Dann bauen wir uns mal hoch und bis dahin können wir dann vielleicht auch unseren Kompass mal wieder verwenden. Really? Ich habe tatsächlich genau den Weg getroffen. Das muss man auch erstmal schaffen. Okay. Das ist hier wirklich sehr viel Erkundungsarbeit. Es ist deutlich Exploring-lastiger als Minecraft. Oh, oh. Das ist nicht gut. Ich kann ihm hier nicht ordentlich ausweichen. Toll, es ist wieder fast alles runtergefallen. Kannst du nicht mal woanders sterben? Ich will hier weg. Mami. Ha. Nimm dies und das. Ich bin dir geistig überlegen. Ich habe mir einen höher gelegenen Punkt gesucht, um dich aus sicherer Entfernung bekämpfen zu können. So. Und hier ist noch irgendwas, was wir lernen können. Rezept für Seelenernte heroben. Ja, es wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber... Ach, das haben wir sowieso schon freigeschaltet. Ja gut, wir haben jetzt nichts von Wichtigkeit von großer weggeschmissen. In die Richtung. Och, nee. Sag mir nicht, das Portal ist auf einer dieser vermaledeiten Inseln. Oh, nö. Wir werden so sterben, Freunde. Wir werden so sterben. Nein, er resettet wieder. Mm. Oh, oh. Hallöchen. Oh Gott. Du darfst mich von da angreifen, aber ich darf dich nicht angreifen, oder wie? Dann muss ich mich da jetzt wohl oder übel rüberbauen. Boah! Da, 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 da. Jetzt muss ich hier zweien ausweichen. Warum kriegt der... So. Jetzt aber, jetzt bist du dran. Lass nicht wieder alles runterfallen. So, Portal, wo? Da. Dann müssen wir jetzt gegen diesen Dämonenkrustor kämpfen. Ich traue mich nicht so recht nach hinten zu rollen, weil ich Angst habe. Dass ich dann irgendwo runterfalle. Nein, 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 nein. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Warum, warum? Ach so, klar, weil ich... Ach, komm schon. Ah, das gibt's doch nicht. Really? Okay, nochmal von vorne. Eine sehr lebensfeindliche Gegend hier. Huch. Plopp, plopp. Hat mir jetzt gerade nichts gebracht. Ich hatte jetzt keinen Bock, da runter zu hüpfen und noch wieder zu gucken, was da ist. So.
Irgendwo da oben in die Richtung. So, ich sehe schon, komm, wenn wir hier wechseln, dann habe ich keinen einzigen Adblock mehr. Also die letzten Portale haben wir relativ easy peasy gefunden, muss ich sagen. Das hier ist doch schon wieder eine andere Hausnummer. Vor allen Dingen... Das macht eigentlich gerade gar nicht mehr großartig Sinn, danach zu suchen. Da unten ist noch jemand, mit dem wir reden können. Komm, den quatschen wir mal an. Hassan, der Jäger. Ich bin auf der Jagd. Perfektes Timing. Einer dieser verfluchten Magiersaurier hat meinen gepanzerten Kupferbogen gestohlen. Hast vielleicht du einen für mich übrig? Freut mich zu hören. Ich kann nur noch auf meine Rache warten. Ein gepanzerter Kupferbogen. Wir haben keinen, aber... Warte mal. Da muss ich mich jetzt hier mal gerade hochbauen, damit ich das irgendwie markiere, wo der Typ ist. Weil dann müssen wir jetzt in die andere Welt zurück und mal einen herstellen. Ah, da hinten ist der Startpunkt. Das sollte ich doch finden können. Jetzt können wir auch gerade mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo von hier oben das andere Portal entdecken. Was in der Richtung liegen soll. Schön, in die Richtung ist noch einiges. Ja gut, ich würde sagen, wir reisen erstmal wieder zurück in unsere Heimat. Und gucken, ob wir diese Palmen da anpflanzen können, die wir hier gerade abgeerntet haben. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, dass wir das nicht irgendwo in so einem Tropengebiet machen müssen. Das wäre blöde. Ansonsten müsste ich mir da halt eine Palmenplantage anlegen. Dann ist das jetzt auch nicht so tragisch. Aber es wäre schöner, wenn ich alles direkt beisammen hätte. Alles zu Hause. Gucken wir mal, vielleicht geht es ja. Ne, Hedwig? So, hier oben ist unser... Ist unser Feld. Wie gesagt, ich pflanze dich hier einfach mal an. Ich pflanze einfach mal die vier hier an. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann ist das so und ja, ne? Wenn es geht, dann ist das noch viel besser. Ja. Ich überlege, ob wir jetzt nicht noch, doch noch eine ganz normale Tür bauen. Weil wir könnten mal gerade... Wir könnten mal starke Heiltränke herstellen. Zwei. Schön. Ja, ich sehe gerade, wie viel ich dafür brauche. Das ist ja wunderschön. Ein Brunnen. Können wir vielleicht draußen irgendwo einen Brunnen hinhängen? Wir könnten hier oben einen Brunnen hinhängen. So, jetzt haben wir einen Brunnen. Und was wollte ich jetzt eigentlich nochmal gucken? Ah, ich bin schon wieder verwirrt. Ich wollte eine Tür herstellen. Da war ja was. Immer für eine Tür fehlt mir gerade die Kupferbarren. Ja, Steine, genau. Der Ofen. Dann können wir ja unsere... Da wollte ich dran. Zack. Dann können wir unsere... Ah, komm, hilf mir mal. Unsere Sitzecke hier. Können wir wieder noch ein Stück erweitern. Die 40, das sollte nicht reichen für alles. Ich glaube, dafür brauchen wir noch ein paar mehr. Aber... Einiges sollten wir damit schon fertig kriegen. So, wenn wir mal wieder von einem Abenteuer zurückkommen, gestresst sind, dann können wir uns hier dann hinterher gemütlich auf die Terrasse hocken.
So, okay. Zack, 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 zack. So, 14 Stück haben wir noch über. Dann kriegen wir das hier noch hin. Und machen wir die beiden noch. Was eine interessante Aufteilung hier. Ja, dann haben wir fast sogar die Sitzecke hier fertig bekommen. Ach, guck, nee, warte mal, ich habe mich sogar verzählt. Ich habe nur 3 über. Wahnsinn. Ja, da fehlen jetzt noch 4 Steine. Wir sind relativ weit gekommen. Und ich hoffe doch, dass uns die Palmen hier oben nicht im Stich lassen. Sie scheinen zu wachsen. Oder waren die schon vorher so groß? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal am Montag. Tschüss!